Hier ist ein kleiner Bericht von meiner Reise auf dem Balkan. Ich war in Albanien, in Montenegro und Mazedonien. Heute berichte ich vom Ohridsee in Mazedonien. Der Ohridsee liegt auf 700 Meter Höhe und der Ort heißt auch Ohrid. Von einer großen Festung gekrönt, die Serai heißt. Und in diesem Serai gibt es sehr viele Häuser, Kirchen und Amphitheater, Ausgrabungen und auch Menschen leben dort. Meist sind es orthodoxe Christen, die dort leben, aber auch Mohammedaner. Die Mohammedaner hatten 500 Jahre die Kirchen als Moscheen genutzt. Man findet nicht so viele Kirchen mit Fresken aus der Zeit. Was ist passiert mit den Fresken drin? In der ottomanischen Zeit wurde diese heilige Sophia zur Moschee verwandelt. Das heißt, 500 Jahre fast war die Moschee bis 1913. 1913 waren die balkanischen Kriege und endlich haben wir die Türkei zurückgeschickt nach Türkei und wir haben unsere Kirche und Land und alles andere zurückgekriegt. Seitdem ist sie wieder, also nur 100 Jahre ist sie wieder hier. Stellen Sie sich vor, das ist nicht so viel Zeit. 500 Jahre war sie. Der See und der Ort sind Welterbe. Es gibt ein Kloster am See, das heißt Sveti Naum. Und hier wurde die kyrillische Schrift erfunden vom heiligen Kyrill, der übrigens auch Mediziner gewesen ist. In diesem Kloster gibt es sehr, sehr viele Pfauen, wie man hier sehen kann. Und im Klostergelände selbst in einem See entspringt in vielen, vielen Quellen der Ohridsee.